Hi zu Sticks Critics, ich bin Jess Sticks und heute geht es um No Fear Motherload. Das ist einer von drei Ablegern vom No Fear Extreme Energy aus der letzten Folge. Er soll nach Apfel schmecken. Diese Dose hier wurde mir von Jules gespendet, vielen Dank. Das bedeutet aber auch, sie hat es aus Schottland mitgebracht und das bedeutet, eventuell ist es, wenn es in Deutschland erhältlich ist, optisch oder geschmacklich nicht identisch mit dem, was ich jetzt hier teste. Seid gewarnt. Motherload. Komplett klein geschrieben. Zu Deutsch Mutterladung. What? Ich kenne Motherload als sehr einfache und alte Variante des Videospiels Minecraft. Aber anscheinend ist es die englische Bezeichnung für die Hauptader eines Gold- oder Silbererzvorkommens. So gesehen kein total schlechter Name. Aber es klingt wirklich nicht gut. Und wenn, dann wäre Motherload doch ein passenderer Name für das Hauptgetränk und nicht für so einen Apfelableger, oder? Die Dose ist grün. Passt zu Apfel. Ansonsten sieht alles ähnlich aus wie beim Extreme Energy. Allein das leider in kleinen Buchstaben geschriebene Motherload ist anders. Es sieht aus, als wäre eine Wand durchbrochen, dahinter ein Gitter durchbrochen und dahinter steht das Motherload. Oder auch irgendwie davor, weil an einigen Stellen ragt es vor das Gitter, merkwürdig. Klein im O von Motherload steht jeweils noch ein The und im Strich dazwischen Apple. Ersteres verwirrt, letzteres erscheint mir sinnvoll. Auf der Seite sind drei in unregelmäßigen Abstand angebrachte Schrauben bzw. deren Muttern. Da schließt sich der Kreis zu Mother. Und auch zu dem Motherload-Schriftzug in dem dreckig kaputten Industrial-Look. Gefällt mir gut. Die Inhaltsstoffe unterscheiden sich quasi nicht vom Extreme Energy. Also 30 Milligramm Koffein pro 100, 0,4% Taurin und dazu Gluconolacton und Natriumbenzoat. Nicht so super, aber hey, wer erwartet schon gesunde Zutaten in einem Energy-Drink? Apropos Erwartung. Ich erwarte einen sehr süßen Apfel-Energy-Drink. Und weil kein Apfelsaft drin ist, wird er wohl eher wie einer dieser künstlichen Weingummi-Apfelringe-Dinge schmecken. So riecht er jedenfalls. Wie saure Apfelringe. 1A. Sonst gar nichts. Die Farbe des Getränks ist gelb, nicht etwa grün. Dafür hätte man bestimmt auch fieses Zeug reinmischen müssen. Danke, dass darauf verzichtet wurde. Ich trinke diesen No Fear Motherload auf Carrots, meine Lieblingssängerin. Schmeckt tatsächlich wie die Ringe. Ist weniger süß, als ich dachte. Kommt eine starke Säure durch diese Apfel. Schmeckt wie ein sehr grüner Apfel. Schmeckt echt gut wie ein Apfel. Wie die grünen Äpfel. Hätte ich gar nicht erwartet. Mir ist das ein bisschen zu säuerlich. Ich trinke nicht wirklich Apfelsaft. Ich bin kein großer Fan von diesen Apfelringen, nach denen das Tier schmeckt. Aber ich würde sagen, wer Apfel gerne mag und wer Apfel gerne in seinem Energydrink mag, hey, das ist gut getroffen. Wirklich gut getroffen. Über den Preis kann ich ziemlich wenig sagen. Gibt's in Deutschland nicht, also zumindest sehe ich ihn nicht. Und wenn, dann vielleicht mal im Internet. Fazit zum No Fear Motherload. Es sieht super aus. Es hat einen doofen Namen. Es hat einen Geschmack, der mir zwar nicht besonders passt, aber ich wette, er wird eigentlich jedem schmecken, der entweder Apfelringe oder gerne auch Apfelsaft mag. Ist also zu empfehlen, geschmacklich. Tada, mehr kann ich nicht sagen. Dementsprechend, tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Motherload klingt irgendwie nach was Medizinischem, was mit Schwangerschaft zu tun hat. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich frei hätte raten sollen, was das bedeutet, wäre ich doch nicht auf die Hauptader eines Erzvorkommens gekommen, sondern hätte ich gesagt, das heißt sowas wie Nachgeburt oder so. Deswegen finde ich den Namen auch für so ein Energy-Getränk irgendwie unhübsch.
Aber im Englischen, ja, wenn man es weiß, dann für den Namen trotzdem hässlich. Mehr Energy Drink Tests gefällig? Dann klicke jetzt für No Fear Extreme Energy. Und jetzt für Apfel Kiwi von Relentless. Klicken. Jetzt klicken. Klicken. Nicht vergessen zu klicken.